So, willkommen wieder zurück beim Spielephilosophen und heute das erste Mal ja eine Sendung zu mir, vor allen Dingen, da ich ja jetzt im März ziemlich Funkstille hatte, einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Was war jetzt so die letzten Tage los? Warum habe ich jetzt noch nicht wieder die Clicker und Idle Games gestreamt und auch neue Videos online gestellt? Und deswegen jetzt heute die erste Folge aus dem Leben des Spielephilosophen. Ich habe ein bisschen überarbeitet, wann ich jetzt streamen möchte und habe auch bei Twitch jetzt mal die ersten Sachen eingestellt, zu sagen, okay, ich denke, ich werde mittwochabends regelmäßig wirklich einen Stream machen, weil ich will meine angeschaut und ausprobiert Serie wiederbeleben. Einfach dort ein paar neue Spiele anschauen und ausprobieren, eben mit euch zusammen. Und mal sehen, wann ich da genau anfange. Das richtet sich auch ein bisschen, je nachdem, wie jetzt das Wetter ist, wie der Sommer ist, was ich im Garten machen werde. Und daher eventuell schon um 18 Uhr, vielleicht aber erst auch nach Sonnenuntergang. Das werdet ihr dann einfach sehen, wenn ich online bin. Ansonsten möchte ich auf jeden Fall ein bisschen dazu wechseln, weil bisher habe ich eigentlich alle Videos, die ich gestreamt habe, auch normale Videos dann auf meinen YouTube-Kanal gestellt. Das werde ich schauen, dass ich das ein bisschen ändere, von allen Dingen in Bezug auf PoE und Warframe. Warframe habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Dafür bin ich ein bisschen bei der PoE League jetzt eingestiegen, in die Bistari League, aber bin jetzt so gerade am Ende vom vierten Akt erst angekommen. Da werde ich demnächst auch mal wieder eine Folge machen, einfach um auch mal zur Bistari League ein bisschen was zu sagen und zu zeigen. Was ich auch noch eben an dieser Stelle mit in dieses Video nehme, ist, dass Realm Revolutions nicht mehr dabei ist, weil ich habe jetzt zweimal meinen Rechner neu aufgesetzt. Erst hatte ich nur Windows komplett neu installiert, in der Hoffnung, dass ich irgendwie den alten Rechner ja davon abbringen kann, ständig mit Bluescreens auszusteigen. Und das hat leider nicht funktioniert. Da ist leider das Save Game dann von Realm Revolution schon verloren gegangen, weil das nämlich auch lokal gespeichert war. Und ich habe dann jetzt etliche Komponenten ausgetauscht, nur eigentlich meine Grafikkarte und so die ganzen Eingabegeräte und Monitore, die habe ich natürlich jetzt von dem alten Rechner übernommen, aber ansonsten ist in dem alten, von dem alten Rechner so hardware-technisch CPU, Mainboard, alles gewechselt, was vielleicht im Moment auch ganz gut ist, wenn ich von dem Intel auf AMD gewechselt bin. Mal sehen, wie das mit diesem ja, Problem bei den Prozessoren weitergeht mit den Sicherheitslücken, und AMD war ja da ein bisschen weniger betroffen als die Intel-CPUs. Aber das nur am Rande, das war jetzt nicht der grundsätzliche, also das war jetzt nicht der entscheidende Grund, warum ich auf AMD gewechselt bin, sondern einfach, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis war da einfach jetzt das Bessere. Und ich habe es dann jetzt tatsächlich das erste Mal meinen Rechner selber zusammengebaut, während ich mir sonst immer nur zusammengestellt habe, meine Komponenten. Ich verlinke euch auch das, was ich bei Twitch eingestellt habe, habe ich jetzt mal aufgelistet, aus welchen Komponenten mein neuer Rechner jetzt besteht. Und tatsächlich das erste Mal eine CPU eingebaut, weil davor hatte ich immer einen Heidenrespekt, von wegen, ja, dieses kleine, empfindliche und schweineteure Teil, aber ja, das Ding war doch erstaunlich robust, und auch das Aufsetzen des Lüfters war dann doch recht gut zu bewältigen. Und ja, mal sehen, wie das Ganze läuft, ob der Rechner jetzt meine Erwartungen weiterhin erfüllt. Im Moment bin ich sehr, sehr zufrieden. Er ist super, super leise. Und das ist für mich das Wichtigste gewesen, dass da einfach auf die Komponenten zu achten, dass ich wirklich, wenn ich jetzt mit euch streame und auch dann doch ein bisschen mehr Grafikpower von meinem Rechner brauche, als nur jetzt die Streams zu rechnen, dass der mir dann nicht die Ohren voll surrt mit den ganzen Lüftern oder irgendwelchen anderen Kühlelementen dort. Ja, deswegen, soweit. Also heute mal ein bisschen, was bei mir so los ist und wie es weitergehen soll. Vielleicht habt ihr Lust dann auch, es gibt ja inzwischen bei Twitch auch dieses IRL, ich glaube in Real Life oder irgendwas. Ich weiß nicht genau, wofür die Abkürzung IRL steht. Auf jeden Fall ist es eben so Videostream, Diskussion, Interaktion, die jetzt nicht direkt auf Spiele gemünzt sind. Und vielleicht kann ich ja da den Aspekt meines Philosophendaseins tatsächlich ein bisschen ausweiten. Also wenn ihr Lust habt, irgendwie regelmäßiger einfach nur zu philosophieren, dann können wir mal schauen, dass wir da irgendwie einen Termin finden und ich regelmäßig einfach mit euch diskutiere über Gott und die Welt und den ganzen Rest dazwischen. Aber soweit, ja, für die erste Folge vom Spielephilosophen, also vom Leben des Spielephilosophen. Und ich werde jetzt hier dann mal umbauen, sozusagen. Und dann geht es jetzt auch gleich los mit den,
Ja, Clicker Idle und Incremental Games, die ich jetzt heute endlich mal wieder durchgehen möchte. Ich habe viele Informationen zusammengestellt, die ich euch dort wieder vermitteln möchte, auf Details, auf die ich eingehen möchte. Und eine Idee wäre natürlich auch, ich könnte ja im Rahmen von dem Creativity-Bereich von Twitch sogar streamen, während ich an den Videobearbeitungen von den Videos dann wieder sitze. Weil das ist im Moment immer noch für mich das Aufwendigste, natürlich die Videos im Nachhinein dann zu schneiden, euch in den Stückchen dann in den YouTube-Kanal zu stellen mit den Sachen, die ich euch erzählt habe. Aber vielleicht wird es ja ganz lustig, dann das Schneiden der Videos aus dem Stream dann auch wieder zu streamen. Aber schauen wir mal. Je nachdem, wie viel Interesse ihr da habt. Da könnt ihr mir ja dann kurz Rückmeldung geben, ob das interessant ist. Zum einen die Videobearbeitung dort, wenn ich dort die Videos nachbearbeite, ob ihr das dann im Stream mit anschauen wollt. Ich kann es auf jeden Fall mal ausprobieren und sonst habe ich ja eh nicht viel zu tun und man kann sich da hier und da sicherlich ganz gut unterhalten, weil es erfordert nicht so viel Konzentration. Ich muss mir die Sachen halt nur anhören. Soweit die erste Folge aus dem Leben des Spielephilosophen und ich starte dann jetzt in die Clicker Idle und Incremental Games.